Ja, hallo, willkommen zurück zu Subnautica in unserer wunderbar neu gebauten Basis. Mit Strom und so weiter und Spinden bei der Pummelrunde. Oh, ich bin so überglücklich, dass wir das letzte Mal alles hier hingekriegt haben. Was mich jetzt ein bisschen schockiert, ist, dass hier dieser Kerl da ist. Den mag ich nicht. Den mag ich überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Komm her. So. Ja. Ah. Das war der Bumerang. Ich frage mich ja, ob die sich dann irgendwann mal auflösen. Wahrscheinlich nicht. So. Wir holen uns jetzt nochmal zwei, drei Fischlis. Schon Garryfisch vielleicht? Garryfisch. So. Und holen uns dann das Salz vor der Hütte. Denn ich will pökeln. Ja. Und dann geht es ab. Oh, da ist nochmal Salz. Ja. Und dann geht es ab zu der anderen Rettungsboje, die vor der Aurora ist. Die Rettungsboje vor der Aurora. Denn... wir haben einen neuen... Oh. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Nein! Hier, da. Ach, toll. Boah, war das knack. Knapp. Blablabla. So, hier. Batterien wechseln. Keine Energiequelle. Ja. So, keine Energiequelle. Das ist natürlich doof, weil... Eigentlich würde ich ganz gerne den Tauchapparat dabei haben. Dann könnten wir nämlich schneller reisen. So, haben wir hier irgendwo noch Salz? Ich möchte nämlich wirklich gerne mehr Sachen pökeln. Pökeln. Also. Ach, da ist schon wieder so ein Vieh. Da ist das. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt tauchen wir hier durch die Meerenge wieder hoch. Nein, 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 aber nicht zu den Pupsern. Ich nenne die jetzt immer nur Pupser. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Wir nennen sie Pupser. So. Was? So. Ja, genau. Dann machen wir das jetzt so. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal so ein, zwei. Hier so ein Bumerangfisch. Komm, 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 komm. So. Ach ja, ist das nicht schön. So, und jetzt. Jetzt sorgen wir dafür, dass der Bumerangfisch. Magnesium, wofür brauchen wir nochmal Magnesium? Gepökelte Nahrung. So, aber wohlschmeckend. Ja, wohlschmeckend ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, pökeln das alles. Alles, was wir nicht pökeln können, das kochen wir. Deswegen hoffe ich, dass wir noch genügend Salz haben. Und dann geht es im Prinzip dann mal zu dieser Rettungskapsel. War das 4? Ich glaube, es war 4. Ja. So. So, was brauchen wir denn hier? Was brauchen wir denn für eine Batterie? Batterie, das war hier. Elektronik. Säurepilze. So. Säurepilze haben wir hier genug. So. Ich hoffe, wir können die Batterien irgendwann auch mal aufladen. Ich meine, hier, das ist ja auch so eine Hauptenergie online. So eine, da gibt es ja auch so selbstladende Energiezellen. Und das wäre zumindest ziemlich cool. Brauchen wir nicht hier so ein... Das ist auch dann umweltverträglich, wenn man nicht jedes Mal die Batterie irgendwie verschwendet. Energiezelle. Ich weiß nicht, ob die dann da reinpasst. Und ich möchte sie nur ungern verschwenden dafür. So, Energiezelle. So.
Ja. Okay, was ich auf jeden Fall jetzt mache, ist, wir holen uns hier noch den Erste-Hilfe-Kasten. Bringen dann mal unsere. Die Sachen in unsere Basis. In unsere neuen Spinte! Boah, ich finde das so toll. Wir haben Spinte. Welcome aboard, Captain. Ah, danke. Welcome on board, Captain. Hier, machen wir hier Titan rein. Wir schmeißen erstmal alles hier rein. Eventuell. Die Energiezelle machen wir auch. Eventuell holen wir uns den ganzen anderen Driss dann einfach zwischen den Folgen. Hole ich mir den mal wieder. So, hier gepökelter Fisch. Einmal Wasser. Nochmal Wasser. Wir sollten uns nochmal Wasser machen zum Mitnehmen. Dafür brauchen wir ja nur einen Blasenfisch. Okay, dann hier. So, 13. So. Gut, das haben wir da alles drin. So, jetzt müssen wir die Batterie auswechseln. Das machen wir so. Haben wir denn jetzt eine leere Batterie? Nö. Oder haben wir die schon mal irgendwann rausgeholt? Ich glaube, wir haben die schon rausgeholt. So, hier. So, das brauchen wir jetzt nochmal. Wie war denn das nochmal? Man brauchte irgendwie Wasser. Ich glaube, hier das. Ich glaube, gemeine Korallenprobe. Und daraus machte man daraus jetzt Desinfektionsmittel und aus dem Desinfektionsmittel Wasser. Ja, diese Rezepte. Salzvorkommen, die ich eben zum Pökeln verwendet habe. Ja. Ich schwimme immer in die falsche Richtung. So, wir gehen nochmal ganz kurz zu den Salzvorkommen. Heben dabei auch nochmal Schrott. Ne, ist kein Schrott. Sind irgendwelche anderen Sachen. So. Toll, jetzt ist kein Salz mehr da. Kein Salz mehr da. Kein Salz mehr da. Das ist Quarz. Das ist kein Salz. Nee. Ich fühle mich hier etwas eingekesselt. Zwei von den Viechern. Drei. Ja. Ja, also wisst ihr was? Wir haben genügend Salz. Wir haben genügend Salz. Wir schwimmen jetzt zur Rettungskapsel 4. Denn die schwebt so ein bisschen über dem Wasser. Beziehungsweise. Wir tauchen hiermit. So. Nahrung dürfte reichen. Wir strengen uns ja jetzt auch nicht unbedingt so großartig jetzt an. Wegen Schwimmen und so weiter. Boah. Ja, okay. Ist natürlich dunkel, da sehen wir jetzt nichts. Finde ich natürlich auch eher suboptimal ein bisschen. Aber. Naja, sehen wir gleich. Oder halt auch nicht, ne? So, 77%. Da kommen wir mit der Batterieladung auch wieder zurück. Hey, wir kriegen keine Meldung wegen Strahlung. Ist das nicht schön? Ach ja, auf zur Aurora. Ich warte immer darauf, dass irgendwie noch. Oh, guck mal einen an. So, weg. So. Hallo. Erste-Hilfe-Kasten. Wasser. Hallo? Können wir nicht rausnehmen?
Sollte hier nicht ein Schutzanzug sein? Also mal abgesehen davon, dass das Ding upside down hier im Wasser hängt. Bei der Dunkelheit, bei der Dusterheit hätten wir uns doch mal eine Taschenlampe. Kann ich da irgendwie draufspringen? Nee, natürlich nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es unter uns. Aber unter uns sehen wir gerade, dass wir nichts sehen. Ja, was machen wir jetzt damit? Also entweder fliegen wir zurück. Oder Rettungskapsel 7, 392 Meter. Die könnten wir auch noch aufsuchen. Ja, oder wir warten einfach, bis es Tag wird. Willkommen, lieber Tag. The biomass in this area is dominated by plant life, picking up faint Altera Technology signatures. Schankedön, das ist alles, was ich hören wollte. Oh, guck doch mal einen an. Oh, guck mal, riesige Kristallvorkommen haben wir denn. Und wir haben noch so viel Platz hier. Das ist cool, das ist cool. Ach ja. Sachen zum Analysieren. Schubkanonenfragment. Ich bin totally happy. Schubkanonenfragment. Kisten zum Aufmachen. Kisten zum Aufmachen sind immer gut. Energiezelle. Ja. Jo, das finde ich gut. Also gerne mehr davon. So, tauchen wir mal wieder auf und dann wieder ab. Ach, ja, das ist gut. Also, so ein Strahlenschutzanzug, das lohnt sich. So, aufgetankt und wieder runter. Erhöhte Strahlungswerte festgestellt. Ja, aber wir haben noch einen Strahlenschutzanzug. Oder haben wir Strahlenschutz, 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 ja. Schwimmflossen gehören ja nicht dazu. Oh, Salz, das nehme ich mir dann auch mal mit, ne? Wasser, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht... Energietransmitterfragment. Oh, cool. Oh. Energietransmitterfragment. Super. Ah, das ist cool. Ja, ja, Schubkanonenfragment, das... Super, nice, nice. Jetzt können wir eine wir können die Schubkanone bauen. Ich habe keine Ahnung, was eine Schubkanone macht, aber ich will sie haben. Okay, da ist nochmal eine Schubkanone. So. Oh, da ist irgendein Vieh. Das, also ich und dieses Viech, wir wollen uns nicht verstehen. Ich will da auch gar nicht hin. Oh, noch so ein... Sieht aus wie so eine Art Wanze oder sowas. Der geht in den Boden rein. Ja, darf er ja ruhig gerne. Muss ich jetzt nicht. So. Nee. Boah, hier ist so viel. Ich will lieber irgendwelche... Ich will lieber irgendwelche Sachen aufsammeln, die ich vielleicht irgendwie verwerten kann oder sonst was. So. Da muss doch noch mehr Kisten liegen. Ich glaube, hier liegen wahrscheinlich unzählige Kisten. So. Und wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch ganz viele Energiesachen und... Irgendwelche Sachen... Oh, was bist du denn? Ich glaube, den hatten wir schon, oder? Ich glaube, den habe ich schon irgendwo vorhin mal gesehen. Ah, super. Ich will mehr davon. Vehicle Upgrade Console Fragment. Ja, immer her damit. Das können wir nicht aufheben. Meine Güte, und was alles hier rumliegt. Und das können wir alles einsammeln und zu unserer Basis schleppen. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, ja. Was ist das? Lithium. Lithium. Ja, ja. Ach, meine Güte, da kommen Erinnerungen an Nirvana hoch. Ja, Nirvana. The Curtain. The Cobain. So. Ah, super. Meine Güte, ich...
Um mehr Zeit da unten zu haben, tauche ich jetzt mal hier mit ab. So. So, ich brauche das Ding. So, und dann tauche ich nämlich immer mit dem Ding auf und mit dem Ding ab. Dann habe ich vielleicht mehr Möglichkeiten. Und bin schneller. Kann ich das scannen? Was ist das? Das sieht mir aus wie große Ablagerungen. Fände ich cool. Irgendwie, wenn man dann später noch so ein... Geh fort, du blödes Vieh. Hau ab. Du nährst. Oh. 30 seconds of oxygen remaining. Nein, 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 nein. Och, jetzt nervt ihr mich auch hier noch. Okay, also ich kann gerade nichts mehr tragen. Das ist ein bisschen doof, weil das bedeutet, dass ich nichts tragen kann. Aber ich habe jetzt eben hier doch noch was gesehen. Hier war doch noch so eine Kiste. Hier. Ein Quader. Toll. Habe ich schon... Ja. So. Ja, das, ja. Ich weiß, was wir jetzt hier die ganze Zeit tun werden. Also ich weiß, was wir jetzt so die nächste Folge und eventuell dann danach die Folge. Was ist das denn? Ich glaube, das sind schon wieder diese riesigen, komischen Unterwasserinsel-Walviecher. Boah. Ich habe so... Das ist cool. Also, das ist super. Also, wir finden um die Aurore herum die Bruchstücke und mit den Bruchstücken können wir jetzt dann unsere neue Technologien finden. Damit bauen wir die Basis aus. Bla, 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 bla. Ja, super, geil. Also, ich finde das klasse. Vor allen Dingen... Was ich auch schön hier finde, ist, man ist sich ja nie so richtig bewusst, was denn alles noch in diesem Spiel drinsteckt. Und die sind noch nicht fertig. So. Ich würde mal vermuten, da gibt es noch so einiges. Ach, diese... Ja. Ja, da gibt es noch so einiges, was da... auf uns wartet. Boah, so. Ey, wieso ist denn da das Licht an? Das Ding hat Licht? Toll. Schubkanone verzehrt die Schwerkraft, um Objekte heranzuziehen und abzustoßen. Uns fehlt ein erweiterter Kabelsatz. Floating Air Pump, damit muss ich auch nochmal experimentieren. So... Lithium, extrem festes Material, Plaststahlbaren. Okay. Aber wir brauchen erweiterter Kabelsatz. Computership, Gold zweimal. Mäh. Kabelsatz, isolierter Silberkabel, grundlegend. Gold haben wir ja schon einmal gefunden. Computership. Silbererz, Tischkorallenprobe. Boah, ich will so eine Schubkanone. Ich weiß gar nicht, was man damit alles machen kann, aber ich will sie. So. Aber wir basteln uns jetzt erstmal Wasser. Ja, jetzt höre ich im Hintergrund andauernd diese Viecher. Weil die um unsere Kapsel hier rumschwimmen. Ah, das finde ich natürlich super unschick. So, gekochter Blasenfisch. Dann essen wir den wenigstens noch. Und, ja, nicht, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Subnautica bei der Brummelrunde. So, hier, Blasenfisch. Nom, 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 nom. So, achso. Nicht vergessen, man muss ja auch wieder Wasser herstellen, ne? Desinfektionsmittel wird Wasser automatisch draus. So.
Also, erstmal nochmal so eine Runde saufen. So, das wäre Titan, 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 Titan. Ja. Genau. So, Moment. Ich schwimme jedes Mal in die falsche Richtung. Wirklich jedes Mal. Hä? Da. Es gibt ja nur so wenige Himmelsrichtungen. Ja. Also. Das wird auf jeden Fall sehr schön. Glas viermal. Ich möchte eigentlich Fahrzeugmodifizierungsstation. Energietransmitter erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Ja, nicht, dass wir das noch nicht hätten, aber so, dann machen wir gerade mal das. So. So. Wir bauen gerade mal ein bisschen was weg. So. So, dann haben wir hier nämlich so einen Rundgang. Ja. Und... Genau. Man merkt... Ich bin fasziniert. So. Gut. So. Dieses Welcome on Board, Captain, ist sehr, sehr, sehr zufriedenstellend. Tja. Aber wie es demnächst weitergeht mit hier dem Captain, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn es dann heißt Subnautica. Ciao.